Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur neuesten der neuen Folgen von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Ich habe heute mal was für Roland rausgesucht, damit er nach seinem nächtlichen und täglichen, eigentlich immer anhaltenden Alkoholrausch zwischendurch irgend mal was anderes trinkt und so Glück wie ich habe, jetzt gibt's Kaffee geschenkt. Gratis testen. Peruanische Arabica, Single Origin, schokoladenartiges Aroma und feine Crema. Ich denke, das wird Roland mögen, obwohl er seine Geschmacksnerven mit Sicherheit schon abgetötet hat. Wollen wir gucken, um was es sich hier handelt? Es ist hier das typische Gewinnspiel. Teste etwas, aber du testest es doch nicht, weil es werden irgendwie nur 100 Tester pro Monat gesucht, das Ganze ist unverbindlich und man weiß im Endeffekt gar nicht, was man bekommt oder ob man etwas bekommt, außer dass die Daten wie immer dazu missbraucht werden, massenhaft Werbung an euch zu verschicken. Sei das per E-Mail, sei das per Post oder am nervigsten und am gefährlichsten telefonisch, wo mit einer kleinen Aufnahme schon ganz viel bewirkt werden kann, was ihr überhaupt nicht möchtet. Schauen wir uns einmal an. Das unterscheidet sich ein klein wenig dadurch, dass man hier zur Ausnahme mal mehr als diese 4 Punkte hat. Wir können jetzt nämlich auswählen, welche Maschine wir haben, um den vermeintlich verfügbaren Kaffee auch wirklich zu testen. Wenn man bei Google nach Coffee Royale sucht, dann findet man 100.000 Suchergebnisse, aber natürlich keines, das mit einer Firma, die genauso heißt wie hier auf diesem schönen Bildchen, Photoshop-Style gemacht zu sehen ist, irgendwie etwas zu tun hat. Das Einzige, was man findet, wenn man Café Royale googelt, sind die Gewinnspiele. Das heißt, es gibt keine irgendwelchen Informationen zum Unternehmen, keine Zertifikate à la Fairtrade oder sonst irgendwas, die man nachgucken könnte oder irgendwelche anderen Sachen, die eben ganz interessant sind, wenn man ein Produkt kaufen möchte. Warum kann man es denn testen, wenn man es nicht bestellen kann? Stell dir vor, du kriegst den Scheiß, findest das total geil und dann musst du hier jeden Tag 100 Mal dich eintragen, damit du vielleicht die Chance hast, das Zeug wiederzubekommen. Es handelt sich hierbei ganz einfach um eine Internet-Datenfalle. Menschen bekommen vorgegaukelt, sie könnten hier etwas gratis bekommen, müssen sich dafür nur eintragen und im Anschluss werden diese Kundendaten, die ihr hier hinterlegt, in der Hoffnung etwas zu bekommen, massiv gewinnbringend an alle möglichen Firmen verkauft, die damit ein vermeintlich rechtskräftiges Werbeeinverständnis von euch bekommen und sich ermächtigt sehen, bei euch anzurufen, um euch Strom anzudrehen, um euch Krankenversicherungswechsel anzudrehen, um euch Kreditkartenbetrug aufzuschwatzen, euch ein Zeitschriftenabo aufzunötigen oder sonst irgendetwas. Aber wie funktioniert diese Masche? Ihr werdet angerufen, hier auf diese Seite zu gehen. Ihr findet das interessant, ihr denkt, okay, ich trage mich ein. Jetzt sehen wir aber mal kurz, dass es sich eben hier nicht um eine Kaffeefirma handelt, wo das Ganze dann ja vielleicht noch legitim wäre, wenn die sagen, okay, wir sind neu beim Markt, wir haben da was ganz Tolles. Wir schicken jetzt erstmal Proben rum, damit wir bekannt werden. Es handelt sich hier um die uns inzwischen sehr gut bekannte Firma E-Targeting GmbH aus Paderborn mit Hamburger Telefonnummer, die zum Beispiel auch vermeintliche Windeln, Energy Drinks und alle möglichen anderen Sachen in Umlauf bringt, zu denen man außer bei Facebook Spam-Werbung auch nicht findet. Und diesen Leuten geht es eben darum, dass möglichst viele Leute sich hier wahrheitsgemäße Daten eintragen, damit die eben gewinnbringend weiterverkauft werden können. Verkauft werden an wen? Nun, es gibt hier diese sogenannte Sponsorenliste, wobei jetzt hier wieder die übliche Frage kommt, die ich mir bei dieser Firma immer stelle, wenn ich mein eigenes Produkt zu testen anbiete. Was zum Teufel soll da gesponsert werden? Kommen dann Kartons, wo Firmenlogo drauf gedruckt sind oder was? Wenn ich mein Produkt zu testen anbiete, dann habe ich nur meine Produktionskosten. Und wenn ich dann Produktproben verteile, kann ich die wahrscheinlich sogar noch über die Steuer absetzen als Marketingmaßnahme. Und hier ist jetzt eben das Ganze drumherum, zielt einzig und alleine darauf ab, dass die Firmen, die in dieser riesigen Liste sind, von euch ein Werbeeinverständnis bekommen. Konzentrieren wir uns auf die telefonische Kontaktaufnahme. Wer ähnliche Videos dieser Serie schon kennt, wird wissen, es sind ungefähr immer die gleichen. Wir haben die Hundefutterleute, wir haben 4-5 verschiedene Versicherungsanbieter, wir haben 4-5 verschiedene Zeitschriftenverlage, verschiedenste Stromanbieter, Kreditkartengeschichte, bunter Steuerzahler, Yellowstrom und so weiter und so fort.
Sobald ihr euch eingetragen habt, bekommt ihr Anrufe von einem Dialer, sogenannte Ping-Calls. Die wollen gucken, ist die Nummer vergeben, die angegeben wurde, sind das richtige Daten. Das ist zum einen Voraussetzung dafür, dass der Initiator des Ganzen auch sein Geld bekommt, denn nur richtige Daten bringen Kohle. Und zum anderen gilt die Nummer dann als erreichbar und es ist wahrscheinlich, dass ihr innerhalb der nächsten Zeit dann angerufen werdet. Normalerweise, um das Ganze abzusichern, musst du erst einmal ein E-Mail bestätigen, weil theoretisch könnte ich jetzt hier ja auch die Daten von einem Nachbar eintragen, was ich nicht mag. Aber was passiert? Selbst wenn du die E-Mail nicht bestätigst, die Ping-Anrufe und die Verkaufsanrufe kommen trotzdem. Es wird hier also der scheinbar legale Schimmer aufgezogen. Es wird sich aber überhaupt nichts gehalten, da der Bundesgerichtshof beschlossen hat, dass eben über diese Methode, wie die dich hier anwendet, kein rechtlich verbindliches Werbeeinverständnis zustande kommen kann. Wer sich das angucken möchte, kann bei Wikipedia reinschauen, da steht es detaillierter. Hier die Kurzfassung für euch. Im Anschluss gibst du hier eben deine Daten ein und es werden dir zig dumme Fragen gestellt, die eben herausfinden sollen, was für eine Art von Kunde du bist, was du am liebsten kaufen würdest und mit welcher Masche man dich am ehesten reinlegen kann. Ich möchte euch das jetzt hier einmal kurz demonstrieren. Am Anfang sieht es noch ganz einfach aus. Gibst du Namen ein, gibst du Telefonnummer ein, bist du fertig. Und dann geht es hier schon los. Wir wohnen wieder in der Windelstraße. Da haben wir uns schon eingetragen bei diesem schönen Gewinnspiel. Geburtstag hat Herr Maulwurf natürlich auch irgendwann in den frühen 30ern. Und wir nehmen natürlich wieder eine völlig frei erfundene Telefonnummer, die natürlich zu lang ist. Wir müssen ja immer übertreiben, um zu dieser Seite zu kommen. Hier oben steht jetzt nochmal gratis testen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir haben Ihnen Bestätigungslink geschickt. Es können nur bestätigte Teilnehmer eine Gratisprobe erhalten. Aber wie gesagt, die rufen dich auch an, wenn du überhaupt nichts machst. Jetzt gibt es hier oben nochmal die Möglichkeit, O2-Karte zu bestellen oder ein Abo zu machen, wo du Gutschein dafür kriegst. Jetzt werden neuerdings schon Teilnehmer für Brienen Studio gesucht. Brauchen Sie Hilfe bei der Steuererklärung? Wer dann anruft, ist klar. Haben Sie Interesse an frischen Lebensmitteln? Dann ruft dich der Eismann an. Stromanbieter wechseln. Gibst du an, was du gerne hättest, und dann rufen sie dich an. Sagen hier, du kriegst Prämie hier, iPhone, iPad, was auch immer. Im Endeffekt bezahlst du es aber. Ich habe etliche Videos oben, in denen ich demonstriere und die Leute im Endeffekt sogar zugeben müssen, dass das ein scheiß schlechtes Angebot ist, weil der Tarif, in dem du ein Gerät dazu bekommst, viel, viel teurer ist. Freispiele, 129 Stück und danach geht das Abo los. Super, hier schon wieder ein Abonnement für die Zeitung. Blablabla, bla, bla. Hier, wenn du hier entsprechend angibst, dass du gerne Netflix, Amazon Prime und so weiter schaust, dann ruft dich Sky an. Zahlen Sie Ihre Gasrechnung direkt an den Versorger? Ja. Und dann ruft dich die Stromfirma an. Hier hast du die Möglichkeit, dich für eine Homepage zu melden, da rufen sie dich auch an. Und hier kriegst du jetzt wieder die Mastercard mit 7777 Euro Kredit. Na, wer ruft dich da an? 5D Marketing mit neuem Namen? Wir werden es mit Sicherheit bald erfahren. Bis dahin, klärt gerne weiter auf, wenn ihr über eine solche Datenfalle stoßt und verlinkt dieses Video. Macht die Menschen nicht zu sehr fertig, die das verlinken. Viele wissen es nicht besser. Macht es wie ich, klärt auf. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für eure Unterstützung von euch, dass ihr mir immer wieder solche Links schickt, die ich dann vorstellen kann, um eben die Menschen zu warnen. Ein ganz dicker Gruß geht natürlich raus an den Big Dick Dimitri Fanclub und an meine Patreons, die mir die ein oder andere Hardware-Software-Anschaffung schon ermöglicht haben, um eben das Ganze für euch in besserer Qualität und interessanter zu machen und für mich ein bisschen angenehmer. Vielen Dank für eure alle Unterstützung. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, beim nächsten Anruf, beim nächsten Quatsch oder bei was auch immer. Vielen Dank. Das wird Anja.